Welcome everybody to our next talk. It's the talk Wallet Fail. As you all know, when you have something valuable, you put it somewhere safe. But as we as hackers also know, there's no place that is really safe. And our three speakers, Thomas, Dimitri, and Josh, are now going to demonstrate in the next hour the art of completely breaking something apart. So please give a big round of applause for Thomas, Dimitri, and Josh, and have a lot of fun. So just the start, I'm curious how many people here actually own cryptocurrency? Raise your hand. Oh. And how many of you store it on a hardware wallet? So we're very sorry to everyone who has their hand up. Okay. So it's not just me, it's me, Josh, and Thomas. So we're all hardware people. We do low-level hardware stuff in varying degrees. And we got into cryptocurrency, and so I can recommend to everyone sitting in this room, if you're a security person, there's not a lot of people doing security in cryptocurrency, as much as that's painful to hear. So, yeah, I mean, a lot of this is based on reverse engineering. We love cryptocurrency. I mean, for us, crypto also stands for cryptography, not just cryptocurrency. But no offense to anyone with this talk, it's just something that it's a category that we looked at, and so the results kind of speak for themselves. And again, this wouldn't be possible alone, so we have a lot of people to thank. I'm not going to go through all of them individually. Just be known that we're thankful to everyone on this slide. So we started this about 6 months ago. So we wanted to take a look at cryptocurrency because we own some cryptocurrency ourselves, and we saw that everyone's using cryptocurrency wallets. It's more and more the thing that you do. So we started a group chat, as you do nowadays, and we have 50,000 messages now and 1,100 images, and I had my first, I had my son in the meantime as well, so it's a really long time that we spent looking at this, et cetera. Okay? So what do we want to achieve, though? Because people don't give the kinds of attacks that you can actually perform against cryptocurrency wallets and of credit. So first attack is supply chain attacks, where you are able to manipulate the devices before they get to the end customer. Firmware vulnerabilities, where you find a vulnerability in the firmware and can somehow either infect or do something else with the device. Software angreift, die Firmware. Es gibt die Möglichkeit, wo man Seitenkanäle angreift. Und dann gibt es die Möglichkeit, bei dem Chip einen Angriff zu fahren. Aber erst einmal, was ist ein Wallet, was ist eine Geldbörse in diesem Bereich? Wie macht man das? Das ist asymmetrische Kryptographie. Da hat man einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche gibt dir die Adresse. Das heißt, und dann hat man den privaten Schlüssel und den braucht man, um Münzen zu verschicken. Der private Schlüssel muss geheim gehalten werden. Der öffentliche Key, den gibt man jedem. Es ist aber blöd, für jedes Paar einen eigenen Speicher zu haben. Und deswegen haben die Leute hinter Bitcoin drüber nachgedacht, haben einen Standard entwickelt, der heißt BIP32 oder BIP44. Und damit kann man mehrere in einem Speicher speichern. Das macht man so, man nimmt ein Saatkorn, das ist das Secret Seed hier. Man fügt Daten hinzu. Und mit diesem einfachen Anfangswert kann man halt eine beliebige Anzahl von Schlüsseln speichern. Man kann dieses Ding runterschreiben, aber das ist schwierig. Und deswegen überträgt man das in den Standard BIP39. Und hier sieht man, wie eine solche Übersetzung funktionieren könnte. Und dann kann man dieses Stück Papier irgendwo speichern. So müsste, wenn man das dann also an unterschiedlichen Orten speichert, dann müssen sie halt an beiden Orten einbrechen.
Was ist jetzt eine Hardware-Börse? Ja, wir haben Angst davor, dass irgendwelche Malware auf dem PC läuft. Und deswegen nutzt man häufig einen Hardware-Token. Und auf der rechten Seite sieht man das. Was man hier, wie man das benutzt, ist so, dass also der Computer die Transaktion an das Gerät schickt. Dieses Ding, das gibt es dann nochmal dem Benutzer wieder. Es kann, nimmt die Bestätigung an und unterschreibt es dann. Und dann wird es zurück an den Computer geschickt. Und der Computer, der kann es dann ans Internet schicken. Das ist ungefähr, wie Hardware-Wallets funktionieren. Das Erste, was wir angeschaut haben, ist die Lieferkette. Also die drei Sachen, die wir mit dem euch zurücklassen. Sticker, Aufkleber sind für Laptops, das ist nicht für Sicherheit. Wir werden heute über Aufkleber reden, Stickers. Die sind für zur Verschönerung von Laptops. Versorgungskettenangriffe sind einfach auszuführen, aber sind skalierend schlecht. Und das Letzte ist, der Verkäufers Threat Model müssen nicht unbedingt euer Threat Model sein. So, Security Stickers, ich habe schon auf vielen Produkten gesehen, scheinen sehr beliebt zu sein. Ich habe einen Kollege, der mag auch diese Aufkleber. Seine Aufkleber sind dieselben, die man auch auf einem Security findet. Und sie haben Hologramme und haben Seriennummern. Sehen schön aus und lassen dich mit einem guten Gefühl zurück. Das erste Gerät, das wir angeschaut haben, war der Tresor 1. Der hat in der Tat zwei Sicherheitslevel auf der Verpackung. Es gibt einmal den Hologramm-Aufkleber und dann ist die Box selbst noch mit einem Kleber verschlossen. Das heißt, man muss eben die Box aufreißen, aber mit einer heißen Luft im Föhn kann man das alles ablösen. Auf der Links seht ihr das Original und rechts seht ihr das, wie ich es geöffnet habe und alles wieder reingetan habt. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man so ein bisschen, sieht man ein paar Spuren, dass man es aufgemacht wurde. Aber es ist schon sehr schwer zu erkennen. So, merkt euch dieses Bild. Für den Verkäufer ist es ein wirkliches Problem. Sie haben einen Blogpost veröffentlicht, dass es ein Problem gibt, dass viele Leute ihre Geräte fälschen. Wir haben festgestellt, es gibt eben gefälschte Geräte. Ihr müsst euch die Aufkleber anschauen, um zu sehen, dass es original ist. Also ich hab das vor anderthalb Jahren gekauft und das ist derselbe Aufkleber, wie sie behaupten, dass er fake ist. Auf ihrem Wiki ist es auch sehr verwirrend, weil es drei verschiedene Aufkleber gibt. Also Aufkleber sind sehr verwirrend und verursachen Probleme für die Benutzer. Und selbst ich war dann im Nachhinein unsicher, ob ich einen Original-Tresor gekauft habe oder nicht. Deshalb habe ich ja nochmal einen neuen gekauft und mit sehr ausgefeilten Technologie die Box geöffnet mit dem Föhn und ich habe es wirklich geschafft, den Aufkleber zu entfernen. Und es kam ohne Rückstände, konnte ich ihn ablösen. Also Aufkleber geben dir keine Sicherheit. Also die Box kann jetzt einfach geöffnet werden, aber es gibt noch einen Aufkleber auf dem USB-C-Port. Aber auch hier mit einem Föhn kann man es ganz einfach ablösen. Kleiner Tipp, macht es nicht zu heiß, sonst schmelzt ihr das Gehäuse des Gerätes auf. Also vielleicht einfach die Temperatur ein bisschen geringer haben. Also es ist sehr verwirrend, weil dieses Gerät ein sehr auffälliges Dokument, das sagt, ja, es ist ja aufgefallen, es gibt keine Aufkleber in dieser Box. Es gibt ganz viele Amazon-Reviews mit einem Stern, die sagen, ja, das fehlt doch der Aufkleber. Achtung, ein Hinweis für Geldbörsen-Hacker. Ja, das hat mich sehr gereizt, was ist da drin?
Noch jemand hat sich beschwert, dass die Fingerabdrücke auf dem Gerät sind und sogar ein Haar in der Box waren. Auf jeden Fall, Aufkleber funktionieren nicht, also das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Aber sobald man dann durch ist, muss man erstmal das Gehäuse aufmachen. Das sind jetzt drei Geräte, das Nano und ein Tresor. Die gehen alle sehr einfach auf. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das wirklich das Original ist oder ein Fake. Das ist auf jeden Fall sehr einfach zu öffnen. Das ist Ultraschall geschweißt, aber der Nano ging sehr, sehr einfach auf, so selbst ohne Werkzeug. Und dann, was macht man, sobald es geöffnet ist? Man nimmt den Microcontroller und entfernt ihn und man macht einfach einen neuen drauf, den man gekauft hat. Und sobald man das gemacht hat, kann man einen kompromittierten Bootloader drauf kopieren. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe einfach über einen Debugger bin draufgegangen und ich hatte kompletten Zugang zum Chip. Ein paar Sachen sind kaputt gegangen, aber das passiert halt. Also einfach aufmachen, auseinanderbauen, wieder flashen und zusammenbauen. Dann gibt es noch diese Hardware-Implantate. Es gab da kürzlich die Geschichte von Bloomberg über diese Hardware-Implantate. Das wollte ich auch versuchen. So in Ehren der Bloomberg-Geschichte, mit der es ein paar Probleme gab, möchte ich über den Bloomburgler reden. Das ist ein Implantat, das sowohl ein Versorgungskettenangriff ist, aber sowohl auch ein böswilliger Insider auch durchführen kann. Also es muss klein sein, es muss in so eine Geldbörse reinpassen und es muss natürlich Sicherheitsfunktionen überbrücken. Ich habe 1000 Stück dabei, das heißt, ich möchte hier für unsere Maker ein paar verteilen. Also was habe ich gemacht? Ich habe einen Knopf gemacht. Auf dem Gerät gibt es einen Knopf und alle Verkäufer nehmen einfach an, dass das Host kompromittiert ist. Und sobald man einen kompromittierten Host hat, dann muss man das ans Gerät schicken, aber dann muss der Mensch muss das anschauen, ist das okay? Und dann müssen sie ja oder nein sagen. Das heißt, mit diesem Implantat kann ich über Radiowellen den Ja-Knopf drücken. Dazu braucht man keinen Mensch, sondern ich kann einfach den Knopf drücken. Die Radiowellen kommen über eine Antenne, die gehen über einen Transistor und die zieht einen Knopf runter. Das ist, der Bill of Materials ist sehr teuer, also ungefähr $3. Und es ist, tut mir leid, dass es so teuer ist. Und warum ist es so groß? Das ist ein amerikanischer 10-Cent-Stück. Warum ist das so groß? Ich habe es halt für von Hand zusammenbauen optimiert. Man muss halt einfach die Antenne draufbauen. Es gibt einen Knopf und ich habe 1000 Stück dabei. Also hier zum Vergleich. So sieht es aus, wenn das auf den Geräten ist. Es passt aber auch auf Breadboards. Das könnt ihr auch mal ganz gemütlich zu Hause ausprobieren. Letzte Herausforderung, ja, wie entwickelt man die Antenne? Und hier ist der erste Prototyp. Ich habe mit ein paar Antenna-Designs herumexperimentiert. Aber es muss halt wirklich in das Gerät passen. Aber das ist eigentlich tatsächlich sehr einfach, weil es sehr viel Platz gibt, um weitere Schaltungen reinzubauen. Und dann habe ich dann ein Implantat eingebaut und ich habe es mal ausprobiert und kommt eine Überprüfung, ist dein Gerät wirklich authentisch? Ich habe nicht genau hingeschaut, vielleicht schauen sie. Es war einfach nur Linux, es funktioniert einfach nicht unter Linux. Also habe ich es in Windows gemacht, kein Problem, ja, das Gerät ist authentisch, also konnte ich weitermachen. Also es ist ein sehr grober Empfänger, aber der Angreifer kann einfach mehr Leistung benutzen. Das ist meine Antenne im Keller. Mit einem 50-Watt-Sender hatte ich eine Reichweite von 11 Meter. Und das war jetzt einfach nur das Problem, einfach nur die Größe meines Kellers. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass man auch über größere Entfernungen auslösen kann. Und hier ist eine Demonstration, wie es aussieht.
weil das Problem ist, woher weißt du, dass es Gerät ist? Und es gibt da die, das ist ein Satz, der halt angezeigt wird. Was man jetzt sieht, ist, dass der Transaktionsbildschirm kommt und ich werde das jetzt ohne da das Gerät zu berühren ausführen. Das ist jetzt die Transaktion. Da muss man jetzt klicken und da ist das Radio mit 430 MHz. Und das geht weiter, ohne dass ich einen Knopf gedrückt habe. Und da ist es. Es ist, also wenn man ein bösartiges Implantat hat, dann kann der Angreifer das aus der Ferne, dieses Sicherheitsmodul, überbrücken. Also kurze Zusammenfassung. Aufkleber sind für Laptops, aber nicht für Sicherheit. Versorgungskettenangriffe sind einfach zu machen, aber schwer zu skalieren. Wenn der Verkäufer sagt, das Gerät ist authentisch, das kann verschiedene Bedeutungen haben. Und jetzt zu dem nächsten Teil. Vor 6 Monaten hat Josh was gesagt, was ich lustig fand. Wenn du komische Konstanten in deinen Code tust, dann werden sie auf DEFCON Slides auftauchen und die werden dich nicht anlachen. Und jetzt ende ich das mal ab. So, und jetzt gibt es hier eine Angreifbarkeit in diesem Ledger Nano. Und diese Konstante findet sich tatsächlich in dem Programmcode wieder. Und das heißt sowas wie Essensmädchen. Also hier sieht man den Ledger Nano. Der hat 2 Knöpfe, der hat einen USB-Anschluss und eine OLED. Wenn man es auseinandernimmt, dann sieht man ein paar Plastikstücke, ein Display und das Circuit Board. Das ist eine integrierte Architektur. Da gibt es den STM32, das ist ein allgemeiner Mikrocontroller. Es gibt das ST31, das ist das Sicherheitselement. Und das wird als ein sehr hoher Chip mit sehr hoher Sicherheit angesehen. Und dann gibt es den Programmierport für den STM32. Und der ist jetzt angeschaltet. Das haben andere Leute vermutet, wir haben es überprüft. Und Ledger wissen das natürlich. So, jetzt schauen wir uns mal das Sicherheitsmodell an. Vom Grundsatz her sieht man hier die beiden Komponenten. Alle Peripheriegeräte hängen an dem STM32 dran. Der hat aber nicht genug Pins dafür. Der hat nur einen Pin-Anschluss. Also der ST31 hat nur einen Pin und alles, was gemacht wird, macht der STM32. Der ist also wie ein Proxy, das ist der Hardware-Treiber für die Buttons und so weiter, um den ST31 zu füttern. Wenn ich jetzt den Computer nutze, um eine Transaktion durchzuführen, dann erzeuge ich die auf dem Computer, schicke die durch den USB zum STM32. Der schickt das weiter an den ST31. Der sagt, bitte anzeigen. So, das heißt also, der bittet den STM32, diese Frage anzuzeigen. Und er kriegt vom STM32 die Antwort. Und dann unterschreibt er die. Und dann geht diese Transaktion zurück durch den STM32, durch den USB-Port und dann zum Computer. Wenn man also diesen STM32-Chip angreift, wenn man den kompromittiert, dann kann man selber Transaktionen schicken. Oder man kann was anderes auf dem Bildschirm zeigen, als man tatsächlich unterschreibt. Und Ledger wissen das, der Hersteller weiß das. Und sie haben ein paar Ideen, was sie da machen wollen.
Manchmal ist Hardwarezugang mit Problemen behaftet, aber wir wollten Software-Bugs finden. Also haben wir uns angeschaut, wie funktioniert Firmware-Upgrade in diesem System. Also der Bootloader war am Anfang mal OpenSOF und die hatten keine Überprüfung der Firmware. Man konnte das von irgendwo flashen und dann konnte man es laufen lassen. Und dann hat Salim einen Blogpost publiziert und dann haben sie es geändert. Er hat jetzt mehr die Sachen außenrum angeschaut und hat geschaut, ob man irgendwelche Bugs im Bootloader findet, ob man die angreifen kann. Also, wenn man versucht, den zu upgraden, dann hat er 4 Kommandos, die er akzeptiert. Das heißt also, man kann sagen, wo es hingehen soll. Dann gibt es das Load-Command, mit dem man es laden kann. Das Flush-Kommando, das schreibt das tatsächlich. Und das Boot-Kommando, und mit dem wird das überprüft, also die Integrität überprüft und dann neu gestartet. So. Das Kommando Boot, das schreibt das Image. Es überprüft es kryptografisch. Und wenn es erfolgreich ist, dann schreiben sie eine Konstante an diese Adresse 0x0800-3000. Und diese Konstante ist FoodBabe. Das heißt, man braucht nicht das Flash jedes Mal beim Booten überprüfen, sondern man macht es halt nur einmal. Wenn den Ledger boot, er bootet, dann wartet er 500 Millisekunden, dann wartet er auf den Button. Wenn ja, geht er zum Bootloader. Ansonsten holt er die Konstante, überprüft die und wenn an der Adresse diese Konstante steht, dann bootet er normal. Also wir haben die Zieladresse gewählt, wir haben den Wert dahingeschrieben, dann haben wir das Schreibkommando geschickt, haben neu ausgeschaltet, aber es hat nicht funktioniert. So, die haben also jetzt gesagt, wenn man versucht, dahin zu schreiben, dann wird dieser Bereich einfach nicht bedient. Da, wo der Bootloader wohnt. Wenn man an diese spezielle Adresse zu schreiben versucht, dann haben sie da eine spezielle Methode, um sicherzustellen, dass da nichts passiert. Aber der STM32 hat eine Speicherkarte. Und man sieht also hier, dass dieser Speicherbereich an zwei Stellen auftaucht. Der Bootloader hat also bestimmte Speicherbereiche ausgeschlossen. Er hat aber nicht Whitelisting gemacht, dass man also nur die Erlaubnis hat, an bestimmte Stellen zu schreiben. So, das heißt, wir schreiben es jetzt an eine andere Adresse. Wir sagen, schreib bitte ganz an den Anfang. Dann das nächste Kommando, wir schreiben bitte schön diese Daten. Dann schreiben wir. Und auf einmal können wir Custom Firmware reinschreiben. What do you do when you have a device that where the display is not big enough to run Doom? Also was machen wir, wenn wir ein Gerät haben, wo das Display nicht klein genug ist, nicht groß genug ist, um darauf Doom laufen zu lassen. Also wir haben es jetzt angeschaltet, haben es in Bootloader-Mode gebracht. Okay. Und jetzt lassen wir hier drauf Snake laufen lassen. Wie schützen sie sich dagegen? Der Hersteller Ledger weiß, dass das möglich ist.
So, das hier ist jetzt eine vereinfachte Sicht und wir haben nicht alles auseinandergenommen. Wenn der Chip boot, wenn der Chip startet, dann schickt er alle seine Firmware an den ST31. Und der also die messen sowohl die Zeit als auch die Checksumme und die Zeit messen sie, damit man keinen Kompressionsalgorithmus laufen lassen kann. A compromised and compressed firmware that copies itself to run. So, wir booten eine kompromittierte und komprimierte Firmware. Wir kopieren den Auspacker ins RAM, dann springen wir ins RAM, packen die komprimierte Firmware aus und dann schicken wir die Original-Firmware und dann bootet er richtig. Es hat eine Weile gedauert. Man kann diese komplizierten Sachen nicht machen, weil man nicht genug Speicher hat. Wir haben also doppelte Bytes gesucht, haben sie zusammen gequetscht und haben einen Platz gemacht. Und unser Dekompressor, der braucht also 10 Assembler-Instruktionen. Also wir haben ein Skript gelaufen lassen, mit dem wir hier 258 Bytes gespart haben. Also wir haben jetzt nur eine Stunde, wir könnten viel Details über diesen Packer erzählen. So, wir haben also gezeigt, was man tun kann, wenn die Firmware versucht, sich verifizieren zu lassen. Außerdem haben wir auf der YouTube ein Video veröffentlicht, wo man halt sich anschauen kann, wie man drumherum kommt. Wir haben nicht das volle freigegeben, weil wir halt das auch nicht unterstützen wollen, aber wir veröffentlichen die Snake Firmware. Also wenn ihr Bitcoins für 20.000 gekauft habt und jetzt pleite seid, dann könnt ihr wenigstens ein Snake spielen. So, wir haben einen Analyzer geschrieben, der die Kommunikation zwischen diesen beiden Chips analysiert. Und wenn ihr in den ST31 einbrechen wollt, dann könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Ledger hat auch noch ein zweites Gerät, das ist der Ledger Blue. Wahrscheinlich, weil es Bluetooth beinhaltet. Aber die haben es niemals angeschaltet. Es ist eigentlich ein Standard-Ledger mit einem Farbdisplay. Wir nennen diesen Teil fantastische Signale und wie man sie findet. Wenn man das Ding aufmacht, das Erste, was wir da drin gefunden haben, ist das Sicherheitselement, Bluetooth-Modul. Diese Strecke da ist sehr lang und hat ein sehr schnelles Signal. Also was ist ein langer Leiter mit einem schnell sich ändernden Signal? Das ist eine Antenne. Ich habe also mein Software-Defined Radio geholt. Damit kann man beliebige Signale auffangen. Ich habe irgendeine Teleskopantenne besorgt und ich habe den Ledger Blue genommen.
So, auf das Blaue ist das Radiospektrum um 160 MHz. Und wenn man die PIN eingibt, dann sieht man ein leichtes Signal. So, auf dem Radio sieht man das. Aber leider ist das Signal sehr schwach. Aber die Antenne ist dabei. Sie nennen es ein USB-Kabel, aber wenn man das USB-Kabel da anschließt, dann ist das ein sehr schönes Signal. Ich bin da jetzt nur 2 Meter weitergekommen. Aber wahrscheinlich ging es noch weiter. Ich habe es halt bei mir im Wohnzimmer gemacht. Jetzt müssen wir herausfinden, was das für ein Signal ist. Wir schauen uns die aufgezeichnete Amplitude an. Da sind Spitzen. 11 Spitzen, eine Pause und dann noch ein paar mehr. Das ist wahrscheinlich ein Protokoll, was 11 Bytes Daten schickt und dann eine Pause macht und dann nochmal mehr schickt. Wir haben jetzt alle Anschlusspunkte geprüft und jetzt haben wir gefunden, wir können mitschreiben, was zum Display geschickt ist. Das Blaue ist der ist die Ziffer 0 und Orange ist die Ziffer 7. Und das bestätigt, was wir gefunden haben. Da Code zu schreiben, das ist ziemlich langweilig. Und wir wollten einfach noch ein paar neue Buzzwörter hier in unseren Talk reinbringen. Also sagen wir jetzt, wir hacken die Blockchain, das Internet der Dinge mit künstlicher Intelligenz in der Cloud. Unser Gedankengang war, dass wir einfach ein paar Trainingssignale aufzeichnen, das filtern, dann eine künstliche Intelligenz damit trainieren. Das ist jetzt aber natürlich doof, da diese Trainingdaten zu erfassen. Ich habe keine Lust, 10 Stunden lang irgendwelche Ziffern einzutippen. Also haben wir ein Arduino und den Huawei-Stift haben wir genommen. Und das haben wir 2 Stunden mal laufen lassen. Jedes Mal, wenn man den runterdrückt, dann sieht man, dass das Symbol auf dem Bildschirm schwarz wird. Und wahrscheinlich ist es die X- und Y-Koordinate, wo man den Button schwarz macht und das kann man erkennen. Wir haben also jetzt ein Trainingset gemacht, ein Testset, wir haben es vorbearbeitet, wir haben es ins TensorFlow reingesteckt, ein Modell für künstliche Intelligenz gemacht und dann haben wir den Testset reingesteckt, haben es überprüft und das hier ist unsere Genauigkeit. Das Graue ist das Signal. Das sagt jetzt hier, wie sicher bin ich mir, dass es die Ziffer 7 ist. Sehr gut. Wir haben ein Ergebnis, das ist schlecht. Und insgesamt kriegen wir ungefähr 90% Genauigkeit. Und um das jetzt hier in die Cloud zu stecken, haben wir das auf Google gehostet. Und zwar ist das hier unter dem Namen Ledger AI. Man kann damit rumspielen. Und das bringt uns den nächsten Teil. Also jetzt werden wir über die Silicon Valley sprechen.
wir sprechen über das Treasure One. Wir wollen schnell über die Architektur drüber sprechen und welche vorherige Arbeit darüber stattgefunden hat. Das Treasure One ist ein einfaches Embedded-System und es hat ein OLED-Display, Buttons und einen USB-Konnektor, die alle extern verfügbar sind. Intern hat es das Gehirn, wenn du so willst, ein F205-Mikrocontroller, der die anderen Funktionen kontrolliert und die Buttons. Letztes Jahr haben wir einen Talk auf der DEFCON gegeben über die Breaking Bitcoin Hardware Wallets. Hier sind wir hauptsächlich wegen der Glitching Attacks. Die Schlussfolgerung von letztem Jahr war, es war inkonklusiv, ob wir einen Exploit mit einem Fault in Injection machen konnten. Aber das Board ist im Prinzip ein Clone und wir haben dieses Board designt und die Schematics sind alle online. Das ist das Chip Whisperer Setup, das wir benutzen. Wir haben dieses Board spezifisch designt, um damit zu agieren. So sieht's aus, wenn man die Chip Whisperer GUI benutzt. Hier machen wir Application Level Code und dann habe ich Dimitri und Thomas getroffen. Also zum Glück hatten wir Josh, um den Talk letztes Jahr zu machen. Das hat uns ein bisschen ausgereizt mit den Firmware Vulnerabilities. Und wir können starten mit dem Microcontroller, in diesem Fall dem STM32. Und der kontrolliert alles. Diesen zu kompromittieren heißt, das gesamte System zu kompromittieren. Also, es gibt einige Paper, die diese Vulnerabilities covern. Und es gibt die Möglichkeit, die Security down zu graden. Dieses. Um den Wert im Flash zu prüfen und dann korrekt zu setzen. Die haben also gegen diese Art von Angriff geschützt. Es gibt noch eine andere Publikation, was jetzt noch nicht veröffentlicht ist. Das wird wahrscheinlich im Januar rauskommen. Und das beschreibt, wie man den STM32F1 und STM32F3 angreift. Und hier ist die Produktmatrix. Drei Stück sind bereits gebrochen. Und der Tresor Model T, der hat den F4. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. STM macht Sicherheit so. Die speichern ein Optionsbyte. Und das wird auf einem Cortex M3 oder M4 Microcontroller gespeichert. Aber es wird trotzdem in Flash gespeichert. Das heißt, es ist der gleiche Speicher, der auch sonst genutzt wird. Wenn man einen neuen bekommt, dann ist der Chip in einem Zustand, wo er vollen Zugriff erlaubt. Und die ultimative Sicherheit ist RDP2, wo man überhaupt keinen Zugriff hat. Und wenn man was anderes als AA oder CC hat, dann hat man den RDP1-Modus und damit kann man aufs Flash zugreifen. Nee, man kann nicht aufs Flash zugreifen. Aber und man kann auch keinen Einzelschritt-Modus einschalten. Aber man kann RAM lesen. Die Frage ist, wie kommen wir von RDP2 zu RDP1?
Und wir wollen das Gerät im Zustand RDP1 zugreifen, wo es angreifbar ist. Das ist der richtige Weg, das anzugehen. Wir sind zu dritt. Wir haben das über 3 Monate gemacht. Wir haben unterschiedliche Dinge ausprobiert. Und irgendwann haben wir es gefunden. Aber hier erklären wir es auf die einfache Art und Weise, dass es beim ersten Mal funktioniert. Ihr seht, das ist relativ langsam, aber es ist nur am Anfang, nur beim ersten Mal so langsam. Also man sieht den Strom, wo er angeschaltet wird, und da ist der IO-Eingang. Und hier sieht man die Verzögerung. Da haben wir einen Pin umgeschaltet und jetzt haben wir den Zeitraum, wie lange das dauert. Das ist jetzt nicht so interessant, weil es nicht wirklich ein Trigger ist. Intern hat das Ding einen Boot-ROM und das ist kein Flash-Speicher, das ist wirklich ein ROM im Chip. Das ist fest da drin, das kann nicht verändert werden und das wird als erstes ausgeführt. Das wollen wir angreifen, weil der Rest ist User Space und das haben wir letztes Jahr gemacht. Also erstmal 1,4 Sekunden, Millisekunden lang passiert überhaupt nichts. So, diese ersten 1,4 Millisekunden kann man vergessen. Und jetzt kann man einen Shunt-Widerstand rein anschließen. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Strom das Ding braucht. Das blaue Signal ist der Stromverbrauch. Also das Erste, was passiert ist, das Bootraum wird ausgeführt. Und dann hat man hier die das Flashen und Option-Byte, wo die gelesen werden, zumindest innerhalb des Bootraums. Und dann am dritten Zeitpunkt ist, wo die Applikation ausgeführt wird. Jetzt haben wir diese 1,8 Millisekunden, das ziemlich lang ist, und haben das auf 200 Mikrosekunden reduziert. Und nicht nur das, wir wissen auch, dass wir interessiert sind, das ist dann auch in der höheren Leistungsaufnahme interessiert. Und das ist irgendwo... Das sind 170 und, Mikrosekunden. Das ist die Zeit, in der wir eben glitchen müssen. Und das sind auch vernünftige Parameter, um das zu Hause reproduzieren zu müssen. Was braucht man dazu? Das Größte, was Großartigste, was in den letzten Monaten rausgekommen ist, chinesisches Stromversorgung. Man hat einen steuerbare Stromquelle, die man steuern kann. Das ist das, was wir benutzen. Das Zweite, was wir hier haben, um das Timing zu kontrollieren, ist ein FPGA. Also ich benutze FPGA für alles. Und das ist das Einfachste. Mit dem FPGA war es am einfachsten zu machen, weil man da konstantes Timing hat. Dann haben wir einen Multiplexer. Und dieser Multiplexer wechselt zwischen zwei Spannungen, zwischen Erde, also komplett die Spannung zu trennen, und der normalen Betriebsspannung des Microcontrollers. Und schließlich gibt es noch einen Debugger, der J-Link, was sehr zu empfehlen ist, um JTAG zu machen. JTAG ist einfach nur ein JTAG-Debugger, und was passiert ist, man lässt das eine Weile laufen, dann sieht das so aus. Es ist nicht wirklich sehr ereignisreich, aber man sieht, dass die Spannung, also das gelbe Signal, man sieht, dass es an verschiedenen Zeitpunkten die Spannung einbricht. Und wir haben ein Python-Skript, das schaut, ob wir JTAG-Zugriff haben. Jetzt erzählt uns Thomas darüber, wie man den Seed in das RAM bekommt.
Wir haben das ungefähr 3 Monate laufen lassen, über drei Kontinente laufen lassen. Deutschland, Russland und Deutschland. Es hat uns 3 Monate gedauert und zuerst haben wir es gar nicht geglaubt, weil wir wirklich alles ausprobiert hatten. Und der einzige Grund war, dass wir es zum Laufen bekommen haben, war, weil wir einen Fehler gemacht haben. Also 17 Microseconds mit 170 Microseconds verwechselt haben. Und dadurch haben wir herausgefunden, dass der Bootraum wirklich sehr langsam ist beim Booten auf diesem Gerät. Und als wir das dann von ADP2 auf ADP1 hatten, konnten wir das RAM auslesen. Aber wir können nicht den Flash auslesen, wo der Seed dann eigentlich steckt. So, aber wie finden wir das jetzt? Unsere Idee war, dass wir die Upgrade-Prozedur anzuschauen. Der Bootloader funktioniert so, dass es eigentlich keinen PIN braucht, um die Firmware zu aktualisieren. Das macht ja auch ergibt Sinn, weil wenn man einen Bug hat, dann muss man das dann auch wieder wegkriegen. Andererseits, wenn man eine gültige Firmware flasht, dann enthält die den Seed. Und wenn man eine nicht originale flasht, dann wird es den Seed löschen. Und das machen sie wirklich sehr gut. Also die Firmware-Verifizierung machen sie wirklich gut und wir haben wirklich nichts gefunden über Tage und Tage. Also wie funktioniert diese Upgrade-Prozedur? Wie wird der Seed gespeichert? Wenn man sich den Code anschaut, dann sieht man, dass es einen Aufruf zu Backup Metadata gibt. Und das hört sich so an, als ob das irgendwie die Daten speichert. Und das ist wirklich eigentlich tatsächlich nur ein Memcopy von Flash in den RAM. So, also unsere Vorgehensweise war, wir gehen in den Bootloader, wir starten das Firmware-Upgraden und wir halten es an, bevor das RAM wieder gelöscht wird. Weil nach dem Upgrade er seinen Speicher löscht. Aber wir haben es rausgefunden, dass es im RAM bleibt. Wenn man das die Firmware-Aktualisierung startet, dann fragt es dich, die Checksum zu überprüfen. Und genau in diesem Zeitpunkt ist das Seed immer noch im RAM. Und wir können auslesen über unseren ADP2. Das ist sehr einfach, sobald man das hat. Also sobald man das geklitscht hat, läuft man einfach OpenOCD und dumpt das Image. Dann kriegt man den SRAM und man hat einen kompletten RAM-Inhalt. Was machen wir, Thomas? Was für ein Hightech-Hacking-Werkzeug benutzen wir, um den Seed rauszuholen? Bevor wir erfolgreich waren, hatten wir Stunden von Unterhaltung, wie kommen wir an den Seed? Und dann hatten wir das ist sehr ausgeklügelte Werkzeug und das funktioniert auf POSIX und POSIX-artigen Systemen und es nennt sich Strings. Und es hat sich herausgestellt, dass wenn man einen Firmware-Dump hat, wenn man einen RAM-Dump hat, so wie wir, und man Strings auf den Dump anwendet, dann bekommt man ein paar nette Wörter. Und wenn ihr euch an das Intro erinnert, dann ist das euer Seed. Fragt euch bestimmt, was die 1234 ist. Das ist der PIN für euer Gerät. Das war ein guter Tag. Also Josh oder einer von Joshs Angestellten hat das alles, das ganze Chaos genommen auf unseren Schreibtischen und hat das in dieses kleine Gerät gepackt. Das ist im Prinzip ein Sockel, wo man einen Chip reintut. Und dann können wir den Seed auslesen. Aber all das, inklusive des Board Designs, den FPGA-Code, also Verilog-Quellcode. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr das machen mit euren eher Open-Source-FPGA-Boards machen. Das ist einfach nur das, was wir halt hatten und mit dem wir arbeiten konnten. Ihr könnt es einfach nehmen und selber machen. Wir denken, dass wir es auch mit dem Arduino machen können, weil das Glitchen ist einfach nur 16 Mikrosekunden. 6 Mikrosekunden in der Zeit, das heißt, das ist einfach zu machen. Gerade wiederholbar mit
billiger Sachen als das jetzt, aber das ist halt eine Art und Weise des Automatisierung, ohne halt irgendwelche Kabel und ohne es zu lösen, ohne es zu löten. Also all das haben wir auf GitHub. Und eine Sache noch, bevor wir aufhören. Das bricht ziemlich viel der Tresor-Sicherheit. Wenn ihr ein Passphrase benutzt auf eurem Gerät, dann geht das nicht. Also wenn ihr ein Passphrase habt auf eurem Tresor, dann eine gute Passphrase und eure Maschine ist noch nicht infiltriert, dann geht das. Aber viele Leute benutzen das nicht. Es tut uns leid. Wir wollten wirklich nichts Böses machen. Aber das ist ja der Abschluss, würde ich sagen. All das werden wir online stellen. Dann könnt ihr euch auf Twitter folgen, auf wallet.fail. Das ist tatsächlich eine Domain. Ihr könnt auf GitHub, auf Twitter gehen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Auf Twitter, und wir werden das dann alles veröffentlichen. Aber auf GitHub, wir haben vor 6 Monaten nicht erwartet, dass wir 100% Erfolg hatten in dem, was wir tun wollten. Und das haben wir geschafft, und es ist das erste Mal, dass wir das geschafft haben. Wir haben auch andere Geldbörsen, aber wir haben leider nur 1 Stunde. Wir haben auch ein paar Sachen. Wir haben auch 1000 von diesen PCBs dabei. Wendet euch an Josh. Wir haben sogar Komponenten für ungefähr 100 Geräte. Also meldet euch einfach und dann können wir es machen. Vielen Dank. Thank you guys for this amazing talk. I feel really inspired to break things apart in a very creative way. We have some time left for questions, so if you have questions, please line up at the microphones. But first we are going to start with a question from the internet. Zuerst starten wir mit den Fragen aus dem Internet. Vielen Dank. Ich habe Proxy 2 bezügliche Fragen. Wie hart habt ihr gelacht, als announced wurde, dass die Android-based Wallet unhackable ist? Die zweite Frage, habt ihr jemals versucht, größere Geräte zu hacken? Also fangen wir mit Bitfi an. Also wir reden nur über einigermaßen sichere Geldbörsen und wir wollten kein chinesisches Telefon benutzen. Wir haben sehr gelacht, wir haben ein paar bestellt, aber ja, das wurde schon ausführlich darüber berichtet. Cyber Gibbons auf Twitter hat einen Talk darüber an Hardware.io gegeben. Und er hat Forschungen zusammengefasst mit ein paar anderen Leuten zusammen. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das an. Und die zweite Frage, ging es um ARM-Controllers? Also alle die Controller waren ARM. Alle, die wir uns angeschaut haben, waren ARM-Architektur. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch Glitching the Nintendo Switch. Das ist auch sehr interessant und gibt auch sehr viel Inspiration. In dieser Hinsicht. Thank you. A question from microphone 4, please. Mikrofon 4, bitte. Hallo, Trezor CD. Vielen Dank für die Fixing die Issues. Wenn jemand interessiert ist, Hardware-Wallets zu hacken, dann wir sind sehr interessiert daran, mit der Community zu arbeiten. Wir haben ein Full-Disclosure-Programm. Ihr habt Probleme mit der Lieferkette genannt. Lasst mich sagen, Treasury ist Open Source Hardware und ihr könnt euer eigenes bauen aus Open Source Komponenten. Und wenn ihr paranoid seid, dann und nicht für diese Angriffe vorbereiten sollt. Gibt es eine Lösung, eine eigene Wallet zu bauen oder zu inspizieren? Also vielleicht also erstmal vielen Dank. Was wir erwähnen sollten, ist, als wir uns den Code angeschaut haben, der Grund, warum wir den für 3 Monate glitchen wollten, war, dass wir die Firma nicht anders knacken konnten. Das war wirklich gute Arbeit.
Ich meine, natürlich, die Firmware auf dem Tresor ist wirklich, was man sich anschauen kann. Wir machen alle hier Beratungsarbeit. Was ich empfehlen kann, ist Leute, die interessiert dran sind, um sowas zu verhindern, dann ist es ein ausgezeichnetes Projekt, um es sich anzuschauen. Also Tresor sollte man da wirklich dafür empfehlen. Aber am Ende des Tages heißt das nicht, dass der Chip, der gegen diese Angriffe sicher ist. Deshalb haben wir eben auf eine Silikonschwachstelle geschaut, auf der Chip-Ebene, auf einer Geldbörse wie dem Tresor. Auf der Supply-Chain-Seite ist es wirklich sehr schwierig, weil Regierungen insbesondere das Problem haben. So wie beim Ledger Nano kann man kryptografische Kleben machen. Das hat aber nicht geholfen. Man kann es mit Röntgen anschauen, aber das ist wirklich ein offenes Problem in Hardware-Sicherheit. Ich habe eine... Bitte mach's kurz, weil wir eigentlich nur Fragen nehmen. Ein Satz bitte. Es gibt einige MCUs, die JTAG-Konnektors haben für Hardware-Sicherungen. Das könnte genutzt werden, um Attacken zu marginalisieren. Ja, stimme ich zu, aber das sind keine Cortex-M-Mikroprozessoren mit 100% Sicherheit. Das hat so viel damit zu tun, dass der Mikrocontroller, die verwendet werden in diesen Geräten, die sind eben nach dieser Spezifikation von ARM gebaut. Was ARM denkt, das ist halt ein gutes Set an Features. Und alles das, was Cortex-M ist, hat Schwachstellen, die mehr oder weniger so wie die Silikon-Schwachstellen sind, die wir gefunden haben. Also es ist einfach nur eine Sache der Zeit, die man hat. Zum Glück hatten wir halt wirklich 3 Monate, um einfach noch dieses Glitchen zu machen. Aber wenn man wirklich so viel Zeit hat, dann kann man das wahrscheinlich auch in anderen Cortex-M-Produkten finden. Und noch eine Frage vom Mikrofon 4, bitte. Also tatsächlich von eurer Arbeit her habt ihr einige dieser Geräte analysiert. Habt ihr in irgendeiner Form gefunden, dass die Firmware obfuskiert war? Oder? Also auf der Firmware kann man die Firmware nicht wirklich verschlüsseln, aber wir mussten uns das nicht anschauen, weil der SD31 gab es keine wirkliche Obfuskation, die wir gesehen haben. Wir hatten natürlich auch den Quellcode, habe einfach auf IDA Pro gestartet. Die nächste Person auf Mikrofon 4. Hallo, habt ihr mal in die Entropie Generation von den Master Seeds bei beiden dieser Geräte reingeschaut und was denkt ihr darüber? Wir hatten das schon abgedeckt, wie der Tresor funktioniert. Das heißt, es gibt wirklich nur einen Chip und das ist der STM32. Wir wissen, dass es da ein bekanntes Problem gibt. Als sie den Zufallszahlengenerator nicht richtig initialisiert haben, das ist aber gefixt. Aber das war kein Problem für unsere Angriffe. Wenn du dich darum kümmerst, wie stark der Zufall ist, dann kann man auch eine BEP32-Geldbörse außerhalb von diesen Hardware generieren und den Seed einfach von außerhalb benutzen. Wenn ihr eine Frage habt, kommt zu dem Mikrofon. Noch eine Frage aus dem Internet. Danke. Habt ihr die Dinosaurier Hip-Hop Zero Wallet gesehen? Nein, haben wir nicht, aber wenn ihr uns das sendet, dann machen wir gerne. Dinosaurier Hip-Hop Geldbörse war ein Tresor-Klon. Das haben wir uns letztes Jahr angeschaut, um das Bitcoin-Board zu machen. Wir haben viele der Anleitungen benutzt, um das Breaking Bitcoin Board zu machen. Aber vielleicht in dieser Hinsicht, wenn man sich anschaut, wofür man die Geldbörsen überhaupt benutzt. Der Ledger ist sehr beliebt, der Tresor ist sehr beliebt. Aber da der Tresor eben Open Source ist, gibt es sehr viele Clones und Forks davon. Aber nicht alle benutzen die letzten Security Patches, die es für die Tresor Codebase gibt. Das ist also auch etwas, das man machen kann. Einfach gucken, welche der Projekte sind wirklich up to date und sicher. Die Frage wird jetzt die letzte für heute.
Bitte näher ans Mikrofon. Wenn man sieht, dass das dieser erste Kongress für viele von uns ist und viele von uns nicht viel Erfahrung in Hardware-Hacking haben. Ja, sehr viele sogar. Kaufen Arduino, lerne, was für Fehler du halt machst, lerne, verstehe, wie Hardware funktioniert, schau viel Online-Videos. Ich meine, du hast Vorträge gegeben, ich habe Vorträge gegeben. Schaut euch Vorträge an, schaut euch Live Overflow an, das ist ein super YouTube-Channel, genau über dieses Thema. Und zöger natürlich nicht, wenn du Fragen hast, dann wende dich an uns. Hier info@walletfail oder auf Twitter, wo auch immer. Wir freuen uns immer natürlich, es kann ein bisschen dauern, aber wir machen das gerne. Es gibt sehr viel kostenloses Material, wie Elektronik funktioniert. Es ist nicht nur der wenige Reise sicherheitsbezogen, aber also ich habe auch mit dem Arduino 2 angefangen. Also, vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für den Vortrag und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Übersetzung von OS 10000.